wir denn hergehen? Ach, da ist doch nichts los. Jetzt auf der Faust steht unser Gino, der amerikanische Weißkopfseeadler. Weißkopfseeadler sind mit die bekanntesten Greifvögel, die es weltweit gibt. Wappentiere der USA kommen dort überall vor, in Nordamerika, Kanada, Alaska. An allen größeren Wassergebieten sind diese Tiere anzutreffen, egal ob Seen, Sümpfe, Flüsse, Meeresküsten. Ernähren sich hauptsächlich von Fischen und von Wassergeflügel bis zu Schwanengröße. So, meine Damen und Herren, das war's zur Vorstellung. Die Tiere bringen wir erstmal weg und dann geht's. Hier zieht natürlich automatisch in den Bauch rein und dann auf die Faust der Falken herunter zu segeln. Da kommt sie sehr schön im Sturzflug heran. Bushade, wir haben zwei verschiedene Jagdvarianten. Einmal der Segelflug, der Flug, mit dem sie anhand von Thermik, also mit warmen Aufwinden, auf große Höhen ansteigen können, um dann von dort aus schon noch Beute zu halten. Zweite Jagdvariante, das ist die sogenannte Ansitzjagd, genauso das, was sie hier gerade zeigt. Sie setzt sich nur auf den nächsten höchsten Punkt, um dann auf die Faust der Falkner bzw. auf das. Hat natürlich hier den klaren Vorteil, überfahrene Beute, die läuft nicht mehr so schnell weg. Heißt, der Vogel muss weniger arbeiten. Den Mäusebussard, den gibt es auch unabhängig von Alter und Geschlecht in vielen verschiedenen Farben. Von fast weiß bis fast schwarz. Alles nur eine Laune der Natur. So, Achtung, unsere Boni-Feststellung. Kann man sagen, dass diese Tiere hier alle zwei kleine Lederriemchen an den Beinen befestigt haben. Sieht man hier sehr schön, das ist das sogenannte Gefühl, das ihn dafür die Tiere festzuhalten oder zu befestigen. Wenn man einen Knoten am Bein fixiert, der sich weder zuziehen noch lösen kann und deswegen kein Verletzungsrisiko gibt. Guck mal durch, dass er den Als weiteres haben sie so kleine Blöcke. Die Tiere werden aufgefunden und man kann uns anrufen und wir können unsere Tiere natürlich wieder abholen. Kommt ab und zu schon mal vor, weitestens, was wir in letzter Zeit gefahren sind. Das war kurz vor Paris, du sollst nicht glauben, ein kleiner Falke, der sich mal den Eiffelturm anschauen wollte. Aber auch der ist ganz ungeschadet bei uns im Hellental wieder angekommen. Unsere Gaute ist auch der Vogel, mit dem wir uns gleich hinten bei uns auf der Faust mal selber fotografieren lassen können. Mit einem kleinen Lächeln und dem Eiffelturm. Das ist die Gaute, die auch direkt in nächster Nähe und wird dann auch schon mal ihren letzten Anflug rüber zur Kollegin zeigen. Jetzt kommt er wieder. Da geht's los. Punkt genau geparkt. Das, meine Damen und Herren, war Gaute.